Auch heute wieder heiße ich euch recht herzlich willkommen bei meiner kurzen, aber immerhin belanglosen Talkshow Der unmögliche Gast. Danke, danke, danke. Zu viel des Guten. Wie jedes Mal habe ich auch heute wieder einen ungewöhnlichen Gast bei mir in der Sendung. Einen super warmen Applaus für Tilla Tellox. Kommen Sie näher. Nehmen Sie Platz, Frau Tellox. Und schönen guten Tag. Na, hoffen wir's. Was bitte? Dass der Tag schön wird. Ach so, ja. Man soll den Tag ja nie vor dem Abend loben. Schon gut, Frau Tellox. Vielleicht erzählen Sie unseren Zuschauern doch mal, was an Ihnen so besonders ist. Hm? Nun also, es ist so. Ich bin die Frau in Deutschland mit der höchsten Unfall- und Lebensversicherung. Na, Potzblitz aber auch. Nun fragt sich natürlich jeder, wieso? Ja, es ist so, ich gelte halt als ausgesprochener Pechvogel. Ach, wirklich? Leider. Alles, was ich tue oder anfasse, geht irgendwie schief. Also das verstehe ich nicht. Wenn man Sie so anschaut, sieht man doch, dass Sie eine ganz bescheidene, nette junge Dame sind. Das ist lieb von Ihnen. Das hat schon lange keiner mehr zu mir gesagt. Ja, glauben Sie nicht, dass das auch viel mit Einbildung zu tun hat? Ich meine, jeder von uns hat doch mal Pech, oder? Aber doch nicht jeden Tag. Schauen Sie, gerade vorhin auf dem Weg hierher komme ich an einer Baustelle vorbei und da fällt doch glatt... Was fällt da glatt? Dieser Stein knapp an meinem Kopf vorbei. Aber da können Sie doch froh sein, Frau Tellox. Wieso das denn? Na ja, der Stein hat Sie nicht getroffen. Das nenne ich doch Glück. Im Unglück nenne ich das doch. Wenn Sie das so sehen? Ja, und jetzt sind Sie hier bei mir im Studio. Ist doch alles gut gegangen. Naja, aber... Nichts aber. Freuen Sie sich über die schönen Dinge des Lebens. Werfen Sie Ihre Ängste so über die Schulter einfach weg. Das ist eine Sache der Einstellung. Ja. Meinen Sie? Immer nach vorne schauen. Positives Denken, hat meine Mami immer gesagt. Ach ja. Werfen Sie den Stein über Bord und fangen Sie ein neues Leben an. Das mit dem Pechvogel, ach, ist doch alles Quatsch mit Soße. Okay. Ja? Ich probier's. Positives Denken. Ja. Heiliger Klappautermann, Sie haben unseren Aufnahmeleiter getroffen. Aber Sie haben doch gesagt, ich soll den Stein hinter mich werfen und ein neues Leben beginnen. Naja, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Ein Pflaster drauf und die Sendung geht weiter. Holgi, alles in Ordnung? Holgi! Jetzt fällt auch noch der Strom aus. Cool bleiben, positiv denken, wirklich. Was ist denn nun los? Hier räuchelt so. Aufnahmeleiter!